CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist sich sicher, Friedrich Merz ist der einzig richtige Kanzlerkandidat. Er fürchtet auch den Bruch der CDU mit Frau Merkel und hofft inständig auf ihre Unterstützung beim Wahlkampf. Das wiederum ruft die Werteunion auf den Plan. Ihre Wahlempfehlung dahingehend ist wirklich unglaublich. Moin, schön, dass du da bist. Alle relevanten Infos gibt es jetzt. Der Stern-Titel dazu passend: Linnemann zur K-Frage in der Union. Friedrich, du musst das machen. Und ja, es klingt nicht nur kindisch, es ist absolut infantil. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Politiker richtige Staatsmänner waren, als sie eine Aura der Autorität umgab. Und das hatte auch nichts mit dem Geschlecht zu tun, denn auch eine Frau Margaret Thatcher war absolut staatsmännisch. Sie hatte diese Ausstrahlung und sie hat sich auch sehr für ihr Land und ihr Volk eingesetzt. Frau Merkel war all diese Jahre das genaue Gegenteil davon. Sie hatte keinerlei Ausstrahlung. Ich meine, erinnern wir uns nur an diesen Hosenanzug, ihre Raute. Das war das Gegenteil von autoritärer Ausstrahlung. Sie konnte sich aber wirklich sehr stark und sehr gut durchsetzen. Sie hat das getan, was sie wollte. Aber wie gesagt, es war nicht ihre Autorität, ihre Persönlichkeit, die das zustande gebracht hat, sondern sie vermochte es, Macht einzusetzen. Sie hat jeden, der ihr gefährlich werden könnte, auch in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, konsequent abgesägt. Und so konnte sie sich behaupten. Sie hat einfach alle unten gehalten. Alle hat sie niedergemacht. Und so kam diese Merkel-Regierung zustande und so kommt auch dieser Merkel-Filz in die CDU. Aber weiter. Friedrich Merz hat einen Plan, der Kanzler hat keinen, sagt Linnemann dem Stern. Gerade in einer Krise müssen sie doch wissen, wohin die Reise gehen soll, wie man dieses Land zusammenhält und nach vorne führt. Friedrich Merz ist der Mann mit dem Plan. Klingt schon wie ein guter Wahlkampfslogan, oder? Und da waren wir wieder bei dem infantilen Gebaren vom Herrn Linnemann. Das ist wirklich unglaublich. Und ja, er hat recht. Herr Scholz hatte einen Plan. Sein Plan war es, Kanzler zu werden. Und als das Ganze eingetreten ist, endeten seine Ambitionen. Aber auch nicht nur seine Ambitionen endeten an diesem Punkt. Auch seine Begabung ging nicht viel weiter. Er ist alles andere als ein guter Kanzler. Er hält sich jetzt wirklich bedeckt und tut nur noch das Allernötigste, ist aber dabei nicht so durchsetzungsstark wie Frau Merkel, so dass sie ihm doch schon das eine oder andere Mal auf der Nase herumtanzen, seine werten Minister in der Ampelregierung. Also an dem Tag, an dem Herr Scholz Kanzler wurde, endete der Plan des Herrn Scholz. Er hat sein Ziel erreicht und er weiß offensichtlich auch nicht mehr weiter. Das kann man wirklich beobachten. Ich meine, guckt euch doch seine Antworten an auf die Bürgerfragen. Das ist so peinlich. Das ist wirklich unglaublich. Herr Merz schlägt in die gleiche Kerbe. Er hat den gleichen Plan wie Bundeskanzler Scholz und bedauerlicherweise ist er auch mit den gleichen Begabungen ausgestattet. Nein, es kommt noch etwas schlimmer. Herr Merz hat nämlich noch ein sehr großes Manko und das ist wirklich mangelnde Eigenverantwortung. Aber dazu werden wir gleich noch kommen. Linnemann warnt seine Partei zudem vor einem Bruch mit Angela Merkel und äußerte die Hoffnung, die Altkanzlerin als Unterstützerin im kommenden Bundestagswahlkampf einsetzen zu können. Ich finde es wichtig, dass wir keinen Bruch mit der Vergangenheit haben. Das wäre falsch. Also was wir hier beobachten können, ist nichts anderes, als dass der linke Flügel der CDU hier die Werteunion warnt. Und die Werteunion hat bereits richtig reagiert. Es hat mich wirklich überrascht, wie deutlich sie ihn kritisiert hat. Dazu kommen wir gleich. Es ist wirklich unglaublich. Also er äußert die Hoffnung auf die Unterstützung bei der kommenden Bundestagswahl durch Frau Angela Merkel, denn ein Bruch mit der Vergangenheit wäre falsch. Ein Bruch mit Frau Merkel wäre falsch. Also ich bin der festen Überzeugung und ich bin mir sicher, dass sehr viele auch ähnlich denken, dass das, was Herr Linnemann hier vorhat, was Herr Merz hier vorhat, das absolut Falsche für die CDU ist. Denn ein Wahlkampf mit Frau Angela Merkel ist so ziemlich das Schlimmste, was die CDU machen kann. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Was sie gemacht hat in den 16 Jahren ihrer Regierung, war
die Zerstörung Deutschlands und die Zerstörung der CDU voranzutreiben. Sie hat, was die Zerstörung Deutschlands angeht, eine sehr gute Steilvorlage für die Ampelregierung gebracht. Und was die Zerstörung der CDU angeht, sie war wirklich konsequent. Das, was die CDU jetzt ist, ist wirklich nur noch ein Trauerspiel. Und Politiker wie Linnemann und Merz bestätigen das. Es muss dort eine 180-Grad-Wende geben in der Politik. Man muss natürlich zu der Vergangenheit stehen. Sie können sie nicht ungeschehen machen, aber sie müssen hier und jetzt sagen, das, was gelaufen ist, darf nie wieder passieren. Das System Merkel muss abgeschafft werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die die CDU hat. Die Fehler eingestehen, sie nicht mehr wiederholen und nach vorne blicken. Eine konservative Politik machen für die Wähler. Eine Politik, die die Wähler der CDU wollen, sie bekommen sie aber nicht. Politisch kritisch geht es hierzu, deswegen unbedingt jetzt den Kanal kostenlos abonnieren. Und wir gehen auch weiter im Text. Unter ihr wurde dieses Land gut regiert. Natürlich wurden auch Fehler gemacht. Entscheidend sei, dass man aus den Fehlern lerne. Okay, also allein mit dem Vorschlag, die Frau Merkel als Werbefigur für die kommende Bundestagswahl zu nutzen, ihre Unterstützung einzufordern, zeigt mir, dass er zwar sagt, dass Fehler gemacht wurden, er es aber nicht so sieht. Und er sagt zwar, man wolle aus den Fehlern lernen, aber wenn man weiterhin auf Frau Merkel baut, dann zeigt man es ganz deutlich, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit nicht lernen will. Offensichtlich sieht er das Ganze nicht einmal als politische Fehler an, sondern er sagt es einfach nur. Ich meine, die Frage ist wirklich interessant. Glaubt Herr Linnemann tatsächlich daran, was er hier zum Besten gibt? Meiner Ansicht nach ist die CDU-Führung so konditioniert, dass sie bereits auch nur an dem Gedanken an Merkels Rockzipfel bereits in Männchenstellung dastehen und ganz devot nach oben blicken. Es ist wirklich unglaublich. Aber Herr Linnemann fasst es wunderbar zusammen und er beantwortet meine Frage hervorragend. Selbstverständlich hoffe er auf Ihre Hilfe im Kampf um die Rückeroberung des Kanzleramts. Wir haben uns vor wenigen Monaten getroffen und hatten ein längeres Gespräch. Das bedeutet, ohne Mutti Merkel läuft bei der CDU überhaupt nichts mehr. Sie haben sich tatsächlich schon vor mehreren Monaten zusammengesetzt und ich bin mir sicher, dass Herr Merz ebenfalls dabei war mit der guten Frau Merkel und haben schon den nächsten Bundestagswahlkampf besprochen. Das ist wirklich erschreckend und es zeigt mir auch eines, nämlich all das, was Herr Merz in den letzten Wochen und Monaten von sich gegeben hat, all diese AfD-Positionen, die er konservativ vertreten hat, die er übernommen hat, um nicht zu sagen, die er geklaut hat, all das hat absolut keinen Bestand, denn es ist hier Merkel-Politik, die er weiterhin betreibt. Und wir erinnern uns alle an die Worte von Frau Merkel, dass man nach der Wahl nicht davon ausgehen kann, dass das eintritt, was vor der Wahl gesprochen oder versprochen wurde. Das war, wie gesagt, ein Versprecher, auch meinerseits. Also, all das, was er gesagt hat, war einfach nicht wahr. Er wird sich nach der Wahl, sollte er siegreich sein, was ich nicht hoffe, nicht daran erinnern können. Das ist ein absoluter Mangel an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, die Herr Linnemann, die Herr Merz hier an den Tag legen. Einer solchen Partei kann man doch Deutschland nicht anvertrauen. Das geht nicht. Und die Werteunion hat das aufgegriffen, denn es war ein ganz klarer Angriff, eine ganz klare Warnung an die Werteunion, dass hier kein Bruch mit der Merkel-Ära anzustreben ist. Und die Werteunion hat darauf eine wirklich sehr gute Antwort gegeben. Ich habe sie auf X gefunden und das will ich dir auf keinen Fall vorenthalten. Die Werteunion hat geschrieben, Merz verweigert die Rückbesinnung auf konservative Werte und setzt den merkelschen Linkskurs der CDU fort. Nun fordert Generalsekretär Linnemann Unterstützung von Angela Merkel. Wer diese CDU wählt, wählt den Untergang Deutschlands. Und dazu ein wunderbares Bild. Das sehen wir uns jetzt an. Deutschland retten. Merz gleich Merkel? Na, das Fragezeichen hätten sie eigentlich auch weglassen können. Merz CDU endgültig unwählbar? Ausrufezeichen. Diese Aussage kann ich absolut
unterstreichen. Also da hat die Werteunion wirklich absolut recht. Und das ist wirklich schon eine Rebellion, die man hier sieht von Seiten der Werteunion. Es ist aber auch eine ganz klare Reaktion auf den Kurs von Merz und Linnemann. Die Werteunion ist ja, muss man wirklich sagen, ein absoluter Feind der Merkel-Politik. Ohne Frau Merkel hätte es die Werteunion auch so nicht gegeben. Und die CDU ist nach all den Jahren Merkel eine linksgrüne Zombie-Partei. Mehr ist von dieser wirklich großartigen alten Partei nicht mehr übrig geblieben. Und Frau Merkel soll weiterhin eine Galionsfigur der CDU sein. Und treuhänderisch verwaltet wird das Ganze dann von einem Herrn Merz, der wirklich absolut unterwürfig konditioniert wurde in den Merkel-Jahren. Er ist nicht einmal jetzt fähig, wo Frau Merkel raus ist, er ist jetzt nicht mal fähig, seine eigene Politik zu machen. Er fährt immer noch den Merkel-Kurs. Das ist wirklich erschreckend. Glaub es mir, ich kann es. Es ist wahr, aber ich kann es tatsächlich nicht glauben. Aber ist diese Wahlempfehlung, wie ist diese zu werten? Ist das eine Ankündigung einer Abspaltung? Was plant dort die Werteunion? Lass es mich wissen. Ich bin wirklich gespannt, wie du über das Ganze denkst. Offensichtlich schließt die Werteunion das Thema Merz-CDU jetzt endgültig ab. Und ich finde, sie hat absolut recht und tut das Richtige. Du solltest jetzt auf jeden Fall weiterziehen und dir dieses Video hier ansehen. Ich bin schon dort. Jetzt einmal bitte klicken. Wir sehen uns drüben. Vielen Dank für deine Unterstützung.